Hallihallo, liebe Filmfreunde, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich für euch einen Film mitgebracht, der an Brisanz kaum zu überbieten ist, zumindest jetzt im Moment. Und dabei handelt es sich um Sung-Soo Kims südkoreanischen Katastrophenfilm Pandemie aus dem Jahr 2013. Originaltitel war Gamgi oder Jamgi. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Ich habe ja Probleme mit der englischen Sprache und Südkoreanisch spreche ich schon mal gar nicht. Das reimt sich sogar und stimmt trotzdem. So, dieses Mediabook ist ab dem 2. Oktober 2020 im Handel erhältlich. Herausgeber ist die Busch Media Group und den Vertrieb des Mediabooks übernimmt die Alive AG. Es kommt am gleichen Tag auch noch eine Keepcase-Version in den Handel für alle, die nicht viel von Mediabooks halten oder denen dieses Mediabook zu kostspielig ist. Dieses Mediabook wird aktuell mit rund 18 € angeboten und das ist jetzt ein Preis, wo man absolut gar nicht meckern kann. Und ganz davon abgesehen haben wir vorne noch dieses wunderschöne Artwork von Jan Meininghaus mit drauf. Das wurde extra und ganz exklusiv für diese Mediabook-Veröffentlichung angefertigt. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Über den Film selbst kann ich nicht viel sagen, weil ich habe ihn natürlich noch nicht gesehen. Er ist ja noch eingepackt. Aber in den nächsten Tagen folgt mein ausführliches Film- und Technik-Review auf blu-raydisc.de. Und da werdet ihr dann alles über den Film erfahren, was es noch zu erfahren gibt. Was ich schon mal sagen kann, ist, es geht hier um eine, ja, ihr hättet es wohl wahrscheinlich auch selbst erraten, um eine Pandemie, die in Korea ausbricht, glaube ich, oder Vietnam, irgendwie sowas. Und ja, die rafft halt den größten Teil der Leute in Windeseile dahin. Ja, Ähnlichkeit mit realen Ereignissen sind dabei natürlich rein zufällig, weil, wie gesagt, dieser Film ist aus dem Jahr 2013. Hat jetzt allerdings eine ganz, ganz traurige Aktualität. So, und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Wir haben mit Klebepopeln, die Rache der Klebepopel, eine tolle Creepypasta eines befreundeten YouTube-Kollegen. Ja, zwei Klebepopel, die vorne das Vorlageblatt an Ort und Stelle halten, aber die ließen sich jetzt problemlos entfernen. Es gibt hier keine Rückstände. Da hat Busch Media also wirklich gut gearbeitet. Ja, so, wir schauen uns das Vorlageblatt nochmal kurz an, bevor ich es dann zur Seite lege. Wir haben vorne also den Hinweis auf die 2-Disc Limited Collectors Edition mit exklusivem Bonusmaterial. Das ist übrigens bei der Keepcase-Version nicht dabei. Ja, dann haben wir hier noch das Mediabook, ja, ist ja klar. Und hier unten das FSK-Siegel. So beliebt wie eh und je, weil da kommt man ja von Anfang an schon nicht leiden. Und ja, auf dem eigentlichen Mediabook, das ist in Hochglanz gehalten, ist weder der Werbeaufdruck drauf, noch hier unten das FSK-Siegel. Das Ganze ist, wie gesagt, in Hochglanz. Wir haben hier ein wunderschönes Artwork. Ich sag's nochmal, Jan Meininghaus, ein bekannter Künstler und ganz, ganz toll. Auf der Seite haben wir, nee, so rum ist richtig, nochmal den Filmtitel stehen, unten das Logo von Busch und hier oben dann gar nichts mehr. Das heißt, die Seite ist ebenfalls ganz sauber und ordentlich. Was mir jetzt hier nicht so gut gefällt, das ist genau wie bei dem letzten Mediabook von Busch, das ich ausgepackt habe. Wir haben hier so einen Ausschnitt vom Titelbild. Ja, gut, hier passt es noch einigermaßen, weil es ist jetzt, es zeigt schon recht viel, beziehungsweise man kann hier schon mitarbeiten. Aber ja, wenn das hier jetzt in einer Farbe wäre oder irgendwie ein Muster drauf oder so, fände ich persönlich das Ganze schöner, weil so schaut das aus, als wenn das ein Teil von so einem Buchrückenmotiv wäre. Ist es natürlich nicht und naja, gut, ist ja auch wurscht. Wir haben hinten drauf eine kurze Zusammenfassung des Films, dann ein paar Szenebilder hier unten. Katastrophal, ich finde es ganz furchtbar. Also nicht das Bild, ich finde die Situation, ja, also ich weiß auch nicht, ob ich diesen Film vertrage. Ich bin ja eher zart beseitet, was sowas angeht, gerade wenn es aktuell ist oder mich selbst trifft, dann, naja, gut, ist ja auch wurscht. Hier hinten haben wir nochmal die technischen Spezifikationen, hier die Limitierungsnummer, das Ganze ist auf 2000 Stück limitiert und durchnummeriert.
Und das hier ist die Nummer 493. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Wir haben vorne drin liegen die Blu-ray. So schaut sie aus. Hat auch das Motiv von Jan Meininghaus mit auf der Disc drauf. Und hinten ist die Bonus-Blu-ray. Ist doch eine Blu-ray? Ja, genau, ist eine Bonus-Blu-ray. Schaut genauso aus, steht aber dick und fett Bonus drauf. Ist schon mal ein Bonus, dass das da drauf steht, weil bei manchen, da muss man das suchen und es steht nicht richtig. Also hier ist schon gut gemacht. So, dann haben wir einen schwarzen Innendruck. Ja, hier hätte man jetzt vielleicht noch ein Bildchen einbringen können, aber hat man jetzt nicht gemacht. Ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Muss man ja nicht unbedingt haben, ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht gemacht. So, dann haben wir hier vorne, ich glaube, ich muss aber mal nachschauen genau, das hier ist das Artwork der Keepcase-Version. Also wenn ihr diesen Film in einer normalen Keepcase-Version haben möchtet, werdet ihr dieses Artwork bekommen. Dann steht hier oben auch noch ein kleiner Werbetext drauf. Ob da ein Wendecover dabei ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das hier wäre das Artwork der Keepcase-Version. So, und dann blättern wir mal durch. Ja, also Krankheiten, Filme, die sich um Krankheiten drehen, die gehen mir persönlich immer an die Nieren. Kleiner Wortwitz. Und wenn es dann auch noch so ein aktuelles Thema ist wie jetzt, also das, ich kann sowas eigentlich gar nicht gucken. Ja, ganz im Ernst. Wie geht's euch? Mögt ihr so Katastrophenfilme, der Trill der Realität, dramatisch aufgearbeitet und oder macht ihr lieber einen Bogen um solche Filme? Schreibt's mir in die Kommentare, würde mich wahnsinnig interessieren. Ich find's auf jeden Fall klasse, dass die Busch Media Group diesen Film jetzt rausbringt, weil ja zunächst einmal ist das wohl ein sehr, sehr guter Film, habe ich gelesen. Und zweitens ist das ja jetzt gerade im Moment besser, einen besseren Zeitpunkt hätte man nicht erwischen können. Außer vielleicht Anfang des Jahres. Das wäre vielleicht noch besser gewesen, wenn man den Film Anfang des Jahres rausgebracht hätte. Aber wer weiß, wie dann die Situation hier in Deutschland oder weltweit eskaliert wäre. So, das war's dann noch schon. Das Mediabook hat ein, ja, die Seiten schön dick, hochwertig verarbeitet. Das hier ist kein Fehler, sehe ich gerade, sondern das ist, das geht von dem Bild über. Hier ist wohl eine Lücke, wo der junge Mann drin steht mit Kind und Frau. Ja, wie gesagt, Filme, die man nur sehr schwer erträgt. Und ja, meine Meinung zum Film erfahrt ihr in den nächsten Tagen auf blu-ray-disc.de. Hier haben wir noch einen Hinweis auf das Deadline-Magazin. Booklet-Text in Kooperation mit Deadline, das Filmmagazin. Der Text ist von Nano Rona, haben wir das auch abgehakt. Das Booklet selber ist rein getackert, also nicht vernäht, nicht geklebt, sondern getackert hier mit zwei Tackerklammern. Aber es macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Das Papier fühlt sich gut an, ist schön dick. Wir haben ein angenehmes Verhältnis von Text zu Bildern. Und ja, auch wenn ich immer sage, hier so Bilder aus dem Film muss ich in so einem Booklet eigentlich nicht haben, ja, bekommt man hier dann doch schon einen ziemlich guten Eindruck. Also mich, ja. Wie auch immer, ein interessanter Film, den ich mir auf jeden Fall jetzt geben werde, um das Review zu schreiben. Ich bin schon sehr gespannt drauf, hoffe, dass ich ihn vertrage. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch. Ich muss jetzt ins Studio, um den Film anzusehen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr von Pandemiefilmen oder von Katastrophenfilmen, die sich um Krankheiten drehen, handelt. Schreibt mir vielleicht auch unten in die Kommentare, was euer Lieblingsfilm aus diesem Genre ist. Da hätten wir ja zum Beispiel Outbreak oder Contagion, da gibt es ja einige Filme. Und wenn ihr den Film schon gesehen habt, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Film haltet. In diesem Sinn, das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Seid schlau, schaut blau und vor allen Dingen bleibt gesund.